Für Amerika ist heute ein ganz besonderer Tag. Es kommt zur Angelobung des ersten schwarzen Präsidenten. Was hältst du von Barack Obama? Also was man so im Fernsehen immer sieht, ist eigentlich ganz ein sympathischer Mann und ich hoffe, dass er was verändern wird. Ich schaue das eigentlich nicht wirklich an. Ich meine, ich finde ihn ein cooler Mann und so. Und ja, ist eigentlich schon gut, dass der Bush jetzt nochmal ist. Dass es mal ein Schwarzer ist eigentlich. Ja, ich finde es sehr gut. Es ist einfach ein Wechsel. Er steht für Wechsel und ich denke, das ist, er ist der Richtige dafür, für das ganze Problem, was sie da drüben haben. Und ja, es wird Zeit, dass der Bush ist weg und das war die schrecklichste Zeit, die man hätte haben können. Und ja, es kann nur besser werden. Ich denke schon, dass er einiges besser machen wird wie der Bush. Bezüglich Arbeitslosigkeit und Klimawandel. Denken Sie, dass er viel Veränderungen bewirken wird? Ich weiß nicht. Ich denke, er wird es schwer haben. Er wird es versuchen, aber leicht wird es sicher nicht, wie vielleicht manche vermuten, weil es ist ja nun doch viele Magen und einfach mal so Schnipp und es ist alles anders, geht eh nicht. Ich denke, es braucht Zeit und es wird sicher besser werden, aber nicht von jetzt auf gleich. Ich denke schon. Also schlimmer wie es mit dem George Bush kann es nicht mehr werden, also muss es aufwärts gehen, also eine Veränderung, auf jeden Fall. Ich denke schon. Also ich glaube schon daran, dass es macht. Auf jeden Fall. Glauben Sie, dass er all die Erwartungen erfüllen kann? Alle nicht, aber doch ziemlich viele. Alle wahrscheinlich nicht, aber den Großteil wird er schon schaffen. Ja, sicher. Also so wie er sich gibt eigentlich, denke ich schon, ja. Glauben Sie, dass er den Ruf Amerikas verbessern oder ändern kann? Ich denke, das hat er schon. Ja, ich denke, das hat er schon. Und wenn er so weitermacht, wie er bis jetzt ist und es einigermaßen funktioniert und es einigermaßen greift, dann auf jeden Fall wird es definitiv besser werden, weil, wie gesagt, in der Vergangenheit war es nur schlecht. Wäre möglich, ja. Also große Hoffnung habe ich schon. Auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, schon George Bush hat einfach alles ins Bodenlose, unterste Schublade gemacht und es kann nur noch aufwärts gehen. Hoffen wir es mal für Amerika. Ich meine, wie sie momentan da anstehen und so, wäre es eigentlich schon super, wenn es macht. Zur Angelobung gibt es ja eine riesige Feier in Amerika. Es gibt ein Rockkonzert und es werden zigtausende Leute erwartet. Könnten Sie sich vorstellen, dass dies auch in Österreich passiert? Nein, ich denke nicht, weil, ja, was ich denke nicht, es ist schwierig, sehr schwierig. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, dass wir hier einen schwarzen Präsidenten oder einen Landesmann oder sonstiges haben werden, das kann ich mir momentan nicht vorstellen. Also ich persönlich könnte es mir schon vorstellen. Aber fürs Land, ich glaube, so weit sind wir hier noch nicht und ja. Und so mit Rockkonzert, na, ich denke nicht. So populär sind unsere Politiker nicht. Ja, solange es keine Rockkonzerte sind. Ja, sicher. Wohl eigentlich schon.